Hallo nach draußen, mein Name ist Leon Thalier und ich berichte für euch heute hier vom Waldorf 100 Fest, vom großen Jubiläum. Ich stehe hier im Tempodrom, das sieht man auch im Hintergrund. Eine Menge von Menschen, momentan haben wir hier die Pause und jetzt gehe ich mal rum und guck mal, wie es den Leuten geht und was hier eigentlich alles so los ist. So, ich stehe jetzt hier momentan im Market-Zelt. Neben mir steht der Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Hinter uns sehen wir hier die Steinbrücke-Firma. Was genau ist das oder wie genau funktioniert eure Firma? Na, bei Steinbrücke, wir sind eine Schülerfirma, auch von Schülern geführt. Und wir kaufen und verkaufen Steine und spenden das Geld für einen guten Zweck. Um damit zum Beispiel in Drittweltländern Kindern zu helfen für eine bessere Zukunft. Wohin habt ihr jetzt genau gespendet? In welches Land? Welches war das letzte Land, in das das Geld floss? Wir haben verschiedene Projekte, in die wir parallel spenden. Zum Beispiel in Madagaskar hatten wir eins und verschiedene Länder. Hier sehen wir eine Karte, in die wir in den letzten 23 Jahren gespendet haben. Cool. Und dein persönlicher Favorite, also findest du Steine selber auch gut? Interessierst du dich für Steine? Ja, schon ziemlich lange. Also ich muss sagen, Steinbrücke war, glaube ich, mit ein Grund, warum ich an die Schule gegangen bin. Weil schon beim Tag der offenen Tür war ich von diesem Stand total beeindruckt. Wie entscheidet ihr, wo das Geld hinfließt? Wird es demokratisch entschieden oder gibt es da eine Hierarchie? Na, jeder kann bei uns Projekte vorstellen, wo Geld hingespendet werden soll. Und bei der Jahreshauptversammlung entscheiden wir dann, wo wie viel Geld hinkommt. Da hat jeder eine Summe zur Verfügung, die er verteilen kann. Wie viel Geld habt ihr bis jetzt schon insgesamt gespendet? Ach, das kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber ich glaube, es geht da um was über 100.000 Euro. Wow. Gut, vielen Dank, Jonas. Gerne. Zwei weitere Mitglieder der Steinbrückenfirma sind Lucia und Mira, die stehen hier gerade neben mir. Ihr beide kommt aber von der Waldorfschule Havelhöhe, richtig? Ihr seid jetzt neu dazugestoßen zur Steinbrücke. Wie ist das gekommen? Meine Schwester hat es an unserer Schule schon mal gegründet und dann fand sich halt niemand mehr, der es weitergemacht hat. Und dann haben wir beschlossen, es wieder aufleben zu lassen. Die Waldorfschule im Märkischen Viertel und Havelhöhe, das liegt ja ganz schön weit auseinander. Wie macht ihr das dann? Fahrt ihr dann hin und her? Trefft ihr euch dann gemeinsam? Oder wie läuft das genau ab? Na, also es gibt zwei Sortiertermine. Also manchmal im Jahr trifft sich die ganze Steinbrücke. Und dann werden die Steine sortiert und da machen wir dann auch mit und nehmen dann meistens die Ware mit. Ich sehe jetzt hier, du hast eine Steinkette. Weißt du, was du da anhast? Also interessierst du dich auch für Steine? Das ist ein Mondstein. Ein Mondstein. Und du? Ja, sehr. Okay, vielen Dank, Lucia und Mira. Dankeschön. Die Vera und die Carla, die haben hier so einen kreativen Stand. Was macht ihr hier genau? Was passiert hier? Wir haben hier Bücher zum Eintragen. Also was tragen die Leute da ein? Gästebücher. Alles, was sie wollen. Ihr Namen, irgendwie eine Blume, irgendwas. Habt ihr selber schon was eingetragen? Ja, definitiv. Was genau? Verschiedene Zeichnungen und ja. Und was passiert im Anschluss mit den Gästebüchern? Die werden an irgendeine Waldorfschule gegeben ins Archiv und dann nach 50 Jahren, wenn wieder eine Feier ist, wieder rausgeholt und dann wird Neues dazu geschrieben und so. So, ich sehe das jetzt an euren blauen T-Shirts, ihr seid Helfer, ne? Ihr seid vom Team. Wie ist bis jetzt für euch die Veranstaltung? Super, echt schön. Habt ihr viel zu tun? Ja, also ich bin hier eingeteilt, ich habe genug zu tun, ja. Sieht in dem Fall gemütlich aus. Gut, dann noch euch viel Freude. Neben mir Claudia, Marion und Christine und ja, ich bin hier drauf aufmerksam geworden, es ist so schön bunt, hier sind überall Blumen. Was passiert hier genau? Claudia, kannst du mal erklären? Ja, wir stellen unsere Arbeit vor, was wir mit unseren Schülern machen. Und wir haben heute Saatgut hier ausgestellt, von unseren Schülern verpackt, geerntet, bemalt. Und ein Kollege aus Kleinmachnow zieht mit seinen Schülern Kräuter im Schulgartenunterricht. Ich nehme mal an, es geht um das Fach Gartenbau. Liege ich da richtig? Genau, ganz genau. Wie viele Schüler habt ihr heute hier? Ach, das sind zwei Klassen aus unserer Schule. Welche Klassenstufe? Die siebte war da und dann habe ich einige noch aus der achten gesehen. Ja. Ah nein, die achte war da, Entschuldigung. Was hat es nun mit diesem großen Blumentopf auf sich? Was symbolisiert der für euch? Ja, das war der beste Stand, den wir nehmen konnten. Dadurch, es passt natürlich auch. Und hier unsere Insekten, ich will gleich mal zeigen, werden auch im Gartenbauunterricht gefertigt. Woraus werden die gemacht? Aus Ton und dann gebrannt und dann bemalt. Und mikroskopiert. Also wir haben sie uns vorher auch noch angeguckt. Und ich sehe jetzt hier auf den kleinen Zettelchen unten bei den Blumen, da stehen Wünsche drauf oder was steht da jetzt genau drauf? Das sind diese Samentüten, die wir mit unseren Schülern gefaltet haben.
Das sind Samen, die wir aus unserem Schulgarten geerntet haben. Und dieses Papier ist Aquarellpapier mit Aquarellfarben. Und das ist recyceltes Papier. Es wurde also schon mal im Unterricht verwendet. Und wir haben jetzt anlässlich der 100-Jahr-Feier Tütchen daraus gemacht. Wir verschenken die heute. Oh, das ist sehr schön. Was habt ihr bislang mitgenommen von diesem Festival, von diesen 100 Jahren Waldorf, so auf einen Punkt gebracht? Oh, das ist schwer. Also die Kinder sind sehr begeistert und alle, die teilnehmen, sind sehr engagiert. Und es ist eine sehr gute Stimmung hier auf dem Gelände. Das nehme ich mit. Dein Highlight heute? Es ist hier eine ganz große Offenheit. Also man kann sich hier hinstellen und es kommen ganz begeisterte Leute, die sich mit einem unterhalten und auch eine Freude an meinem Fach haben. Ich danke euch dreien und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag hier. Susanne und Maurus hier neben mir, was ist euer Eindruck heute? 100 Jahre Waldorfschule, wie findest du das? Aus meiner Sicht ist es ein gelungenes, schönes Familienfest, wo man von Monatsfeier-Feeling im großen Stil bis zu Leute wieder treffen, die man lange nicht gesehen hat, sich einfach wohlfühlen kann. Nun geht es ja auch darum, irgendwie eine Vision zu gestalten, die Zukunft vielleicht auch zu verändern. Learn to change the world heißt es. Was ist deine Vision für die nächsten vielleicht 100 Jahre? Wow, ich fand eigentlich das Bild heute gut von diesem 100-Jährigen, der sich da aufgemacht hat. Und ich denke, das ist tatsächlich unsere Aufgabe, sozusagen was hinter sich zu lassen und nach dem Neuen zu schauen, sich auf den Weg zu machen. Genau, ich glaube, da ist eine große Strecke vor uns. Wie steht ihr zwei in der Verbindung zu Waldorf? Wart ihr selber Waldorfschüler oder habt jetzt Kinder auf der Schule? Ich war selber Waldorfschüler, habe drei Kinder auf der Waldorfschule gehabt und bin Vorstandssprecher der Waldorfschule Kassel. Wo? Die Kinder auf der Schule wahrscheinlich auch in Kassel. In Kassel. Und du? Meine Kinder gehen auch auf die Waldorfschule in Kassel und ich bin auch im Vorstand dort. Super, ich danke euch beiden und schönes Fest euch noch. Danke. Ann-Christine und Marlina von der Demokratischen Stimme der Jugend, die stehen jetzt gerade neben mir. Und die haben hier im Hintergrund, das seht ihr, ein Zelt. Was genau passiert bei euch gerade im Zelt? Wir machen Visionsrunden. Wir sammeln Zukunftsvisionen für die Bildungslandschaft von allen Menschen, von alt und jung, von Lehrern und Schülern. Und gelten diese Visionen nur für die Waldorfschulen oder ist das allgemein ein Wunsch, ein Gedanke an die Zukunft? Also ich würde sagen, das ist für alle Schulen, aber wir sprechen schon relativ viel über Waldorfschulen, weil wir da halt alle so viel Bezug dazu haben. Da seid ihr jetzt hier ja genau richtig. Was habt ihr denn bis jetzt mitgenommen von diesem Fest? Ja, es ist irgendwie sehr spannend von dem, was drinnen stattfindet. So von dem Künstlerischen haben wir gar nicht so viel mitbekommen. Ich war jetzt hier im Zelt und hab da so jetzt die zweite Visionsrunde mitgeleitet. Und es ist so schön, Leute träumen zu sehen. Und dann haben auch Leute gesagt, warum ist es eigentlich nicht so? Und warum ist es so schwer, Dinge umzusetzen? Und das ist wirklich eine Frage, die ich mitnehme und wo ich mir wünsche, dass irgendwie dass was passiert, dass man offen ist für Neues. Und es gibt verschiedene Ideen, wie zum Beispiel, warum braucht es noch ein Abitur oder können wir eigentlich einen Waldorfabschluss machen und können Unternehmen zum Beispiel sagen, hey, uns reicht der Waldorfabschluss. Ihr seid sozusagen willkommen auch mit Waldorfabschluss oder bestimmte Studiengänge, die sagen, ja, Waldorfabschluss ist super. Dann können die auch Leute, die speziell ausgebildet sind mit verschiedenen Fähigkeiten, eben gewinnen und das sind ja auch sehr wertvolle Leute, die sehr ganzheitlich ausgebildet sind, sag ich mal so. Learn to change the world heißt hier das Motto heute von diesem 100-jährigen Jubiläum der Waldorfschulen. Was hast du für Visionen? Was sollte gechanged werden in der Zukunft? In der Schule? Zum Beispiel. Ich habe die Vision, dass aus Erziehungskunst Beziehungskunst wird und darunter verstehe ich, dass wir lernen, Beziehungen zu führen eigentlich. Also ich wünsche mir, dass das ganze Miteinander in der Schule nicht mehr von Angst geprägt wird, sondern von Vertrauen und dass wir Wert auf das Zwischenmenschliche legen, dass das eigentlich das Allerzentralste ist in der Schule. Und ich könnte auch sagen, Begegnung. Es geht um Begegnung, um tiefe Begegnung zwischen Menschen, zwischen geistigen Wesen sozusagen. Und ja, ich wünsche mir unglaublich, dass Lehrerinnen sich auf den Weg machen, wirklich
sage ich mal, Selbstliebe zu lernen, sich selbst wirklich anzunehmen und im Kollegium diese innere Arbeit zu machen. Also eine Beziehungskultur aufzubauen, die wirklich von Liebe und Vertrauen geprägt ist und zu erkennen, was für ein Krieg zwischen ihnen herrscht, das anzuerkennen und die Bereitschaft in sich zu entwickeln, das zu heilen, zu einem vertrauensvollen, liebevollen Miteinander. Und weil ich mache eine Ausbildung und zur Erzieherin und ich weiß, dass der Hauptspruch ist, die einzige Erziehung ist Selbsterziehung. Und ich wünsche mir, dass wir Selbsterziehung, oder meine Vision ist, sind lauter Pädagogen, die Selbsterziehung machen, im Sinne von Beziehung führen, lernen. Dazu gehört kommunizieren, lernen. Dazu gehört gewaltfreie Kommunikation, lernen, Erwachsenenbildungsmethoden bei sich selber anwenden, reflektieren, Sachen mit Steiner meditieren, aber auch mit anderen Schulen, sich Zeit mit sich selber zu nehmen als Lehrer, in die Natur zu gehen, in die Stille, in die eigene, sag ich mal, an den eigenen Ort der Essenz oder Quelle zu gehen und von dort aus pädagogische Ideen zu entwickeln, die dieses Vertrauen zwischen mir als Lehrer oder Erzieher und den jungen Menschen, die zu mir kommen, stärken. Fühlst du dich momentan gestärkt hier? Also hast du das Gefühl von Zuspruch, wenn jetzt hier die Leute kommen und auch die Leute sich informieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin so glücklich darüber, zum Beispiel, dass unser Bildungsgang-Manifest endlich unter die Leute kommt. Weil das haben wir geschrieben, so 100 Jugendliche, so viele Stunden und es hat nie jemand gelesen und ich wünsche mir so sehr, dass das eigentlich alle Lehrer lesen und gerade das Waldorfschulnetzwerk genutzt wird, um die Ideen der jungen Menschen, die da sind, zu verbreiten. Und was hier so die Sache ist, ja, wir durften 5 Minuten sprechen, wir jungen Menschen, und ich finde, dass das viel zu wenig ist. Also ich hätte gerne gehabt, dass eine Dreiviertelstunde hier in der Veranstaltung nur von jungen Menschen organisiert wird und gewuppt wird und dass eben die Zukunft sozusagen von den jungen Menschen ganz stark gefragt wird. Was sind eure Impulse? Weil ich glaube, erfahre so von meinen Freunden und auch bei mir selber, dass wir so krasse Zukunftsimpulse mitbringen eigentlich auf die Erde und dass es ganz wichtig ist, dass junge und ältere Generation wirklich in Kontakt geht und sich austauscht, sich auf Augenhöhe begegnet und in Co-Kreation diesen Wandel, diese Transformation, diese Heilung bringt. Wenn ihr jetzt gerade auch du durch deine Worte die Leute da zu Hause auch angeregt habt, da mal auch selber auch aktiv zu werden, wo kann man euch finden? Im Internet zum Beispiel? Marlina, vielleicht kannst du dazu was sagen. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen Instagram-Kanal unter YouMove Official. Ansonsten haben wir eine Website, die heißt Demokratische Stimme der Jugend. Wir entwickeln aber gerade noch 2 weitere Wesenheiten sozusagen, nämlich YouMove von Youth Movement und Wir. Wir ist unsere Quelle, wo wir Beziehungskultur üben und dann eben in Politik, in eine Veränderung der Welt bringen durch die demokratische Stimme der Jugend. Und bei YouMove wollen wir wirklich Seminare, Workshops und so weiter machen. Ja, also schreibt uns an und ladet uns unbedingt in eure Schulen ein, dass wir mit euch träumen, was eure Schule für einen Weg gehen möchte in die Zukunft. Ja, genau. Vielen Dank. Du willst noch was sagen? Ja. Gerne. Und zwar habe ich den Traum, dass wir, es herrschen so viele Konflikte eben zwischenmenschlich und dass wir eine Kultur entwickeln, wo die Konflikte wirklich Transformationsmaterial sind und auch wie Kompost ist sozusagen der nahrhafteste Boden. Und wo wir wirklich durch diese Konflikte, die ja vieles sterben lassen und vieles nicht möglich machen, eigentlich in eine Auferstehung kommen, wo wieder Sachen möglich werden. Vielen Dank euch zwei. Kamator, Antonia und Juan Delay neben mir, die sind ganz begeistert beim Seifenblasen machen. Erzählt mal, ihr habt richtig Spaß gerade, ne? Ja, sehr. Was, wo habt ihr die Seifenblasen? Von dort. Von dem Rad. Von dem Drehen und dann haben wir Seifenblasen gewonnen. Vielleicht auch so ein bisschen als Zukunftsgedanken, was bedeutet für dich die Seifenblase, so für in Bezug auf die 100 Jahre Waldorf? Also erstmal, Seifenblasen sind wunderschön, sie reflektieren das Licht total und
Seifenblasen zeigen viele Facetten. Und spiegeln können aber auch zerplatzen, was vielleicht so Symbol für sein, es vergeht, aber es klebt wieder auf. Man kann immer neu wieder blasen und ja, ich weiß nicht, es kommt und geht. Geht ihr selber noch zur Waldorfschule? Seid ihr noch in der Schule? Ja, ich gehe in eine Waldorfschule in Namibia. Das heißt Waldorfschule Windhoek. Wow, dann seid ihr echt weit gereist. Wie lange habt ihr hierher gebraucht? Neun Stunden, ja. Ja, wir hatten 9 Stunden hier. Wie ist es jetzt für dich, hier zu sein? Fühlst du dich hier wohl? Ist das schön für dich? Ja, das ist ganz schön, ja. Ja, das ist ganz schön, weil ich sehe die verschiedenen Waldorfschulen in der Welt. Und ja, das ist ganz schön, ja. Danke. Gut, danke euch dreien. Ich wünsche euch noch ein schönes Fest. Danke.